Servus Leute, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie funktioniert das eigentlich mit der Finanzierung von so einem Projekt und wie wir das so gemacht haben. Ganz am Anfang steht natürlich die Idee von so einem Projekt. Das heißt, ihr braucht eine Forschungsfrage und dann macht ihr Literaturrecherche. Und in der Literaturrecherche findet ihr relativ schnell raus, wo Wissenslücken bestehen aktuell in der Forschung und ob ihr Interesse habt, da weiterzuarbeiten und weiter zu forschen. Das ist natürlich spannend. Umso interessanter und unerforschter das ist, was man vorhat. Bei uns war das die terrestrische Mikroplastikbelastung in der Arktis. Und da haben wir dann einen One-Pager drüber geschrieben. Den sieht man hier. Das ist die deutsche Zusammenfassung, in dem ganz wichtig, dass man reinschreibt, was die Motivation ist für das Forschungsvorhaben, aber natürlich auch, was man vorhat und wie man das bewerkstelligen will. Damit man auch für sich selber eine Verschriftlichung hat, aber auch damit man das verschicken kann, um dann eben schon damit zu beginnen, Förderungen zu suchen. In Österreich gibt es da zum Beispiel die Homepage grants.at. Da kann man ganz einfach in vielen verschiedenen Bereichen, eben ob das jetzt Mathematik oder Biologie ist, nach Förderungsmöglichkeiten suchen. Das ist einfach eine Datenbank dafür. Dann als nächsten Schritt sollte man unbedingt auch Professoren und Autoren anschreiben von den Papers, die man eben gelesen hat, weil die nochmal Tipps haben, ob es spezielle Förderungen für diesen Bereich gibt. In unserem Fall war das jetzt zum Beispiel das Arctic Field Grant. Genau, und da muss man dann also einen wissenschaftlichen Förderungsantrag ausfüllen. Das ist echt aufwendig, wie ihr hier sehen könnt. Sind das sehr lange Anträge zum Teil. Da muss man sich auch schon Gedanken über die Finanzierung machen, wie viel das ungefähr kosten wird und so weiter. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der zum Teil auch ein bisschen frustrierend werden kann, aber man darf einfach nicht aufgeben. Genau. Es kann, also man wird sehr viele Anträge schreiben. Das sieht man auch. Wir haben zig Anträge geschrieben. Und wenn einer bewilligt wird, dann hat man es. Wenn die alle nicht bewilligt werden, dann muss man sich andere Mittel und Wege suchen. Bei uns haben wir das über die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz gemacht. Wichtig ist nämlich, dass man an Stiftungen kommt. Und Gesellschaften haben Kontakt zu Stiftungen. Und man muss Gesellschaften anschreiben, die potenziell Interesse an dem Forschungsprojekt haben, dass die den Kontakt zu Stiftungen herstellen. Weil Stiftungen auch eine sehr gute Möglichkeit sind, dass man Forschungsfinanzierung erhalten kann. Generell sollte man alle anschreiben. Alles, was geht. Man sollte sich für alle Newsletter anmelden, die irgendwas mit der Forschungsfrage zu tun hat. Es kann dann nämlich sein, dass man in einem Newsletter liest, dass die Top-to-Top-Organisation Volunteers sucht und plötzlich ist man Member und Crewmember der Top-to-Top Arctic Research Expedition 2021. Und man sollte nicht nur alles, was mit dem Forschungsfeld zu tun hat, anschreiben, sondern generell quer durch die Bank alles. Privatwirtschaft, alles, was einem einfällt. In unserem Fall Plastikhersteller, Outdoor-Klamottenhersteller, alles Mögliche. Und auch allen Freunden erzählen, der ganzen Familie erzählen, irgendwer kennt immer irgendwen, der irgendeinen Kontakt herstellen kann. Was man sonst noch tun kann, das ist, dass man versucht, in Zeitungen zu kommen, damit man auch die breitere Öffentlichkeit erreichen kann. Bei uns hat das recht gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel in der Mainpost einen Artikel bekommen. So, auch die Tiroler Tageszeitung hat über uns in einer Spezialausgabe über Plastik einen Artikel verfasst. Der Standard hat ganz kurz über uns berichtet und auch das österreichische Fernsehmagazin Tele hat in der Tele-Klima-Kolumne einen ganz kurzen Beitrag über unser Vorhaben geschrieben. Sowas ist natürlich total praktisch. Und dann ist, wie der Max vorher schon gesagt hat, wenn man es schon allen erzählt hat, gibt es noch eine Möglichkeit zur Finanzierung und das ist natürlich Crowdfunding. Das hat bei uns sehr gut funktioniert. Das ist einfach, die meisten Spenden kommen über private Leute rein. Wahrscheinlich sind es Freunde und Familie zum Großteil. Aber das funktioniert halt einfach sehr gut und dafür sind wir halt extrem dankbar, dass das auch wirklich funktioniert hat. Das heißt, kurz zusammengefasst, ist es mal ganz wichtig für die Finanzierung, dass man wissenschaftliche Grants anfragt, dass man versucht, an Stiftungen heranzukommen, dass man eben Crowdfunding auch macht und wenn man Glück hat, bekommt man auch aus der Privatwirtschaft Unterstützung. Weil wir extrem viel Support erhalten haben, möchten wir uns natürlich auch persönlich bei unseren Unterstützerinnen bedanken. Deswegen geht ein extrem großer Dank raus an die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz, an die Universität Innsbruck, an die Deutsche Gesellschaft für Polarforschung, an die Sportler AG und an den Lions Club Bad Neustadt.
Wir haben aber auch ganz viel privaten Support erhalten. Für den möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken. Und zwar bei der Barbara, beim Lukas, bei der Anna, bei Aristides und bei Ada. Danke vielmals. Und danke natürlich auch an Birgit, an Carmen, an Sigrid, an Elisabeth und an Felix. Und an Erich, Elfriede, Gitte, Gabi, Gerhard und Janine. Danke. Und danke auch an die TSV Altherren. Vielen lieben Dank an Jochen, an Jonas, an Julia und natürlich auch an Julius. Vielen lieben Dank. Klaus, Markus, Martin, Martin, Martin und Milan. Frau Rummel, Mona, Rainer, Renate, Stella und Susanne. Vielen lieben Dank an euch. Und natürlich auch an Susi, Sven und Thomas. Danke vielmals. Abschließend auch vielen Dank an Tobi, an Tineke, an Wojtek und an die Ho und an alle, die uns vielleicht noch spenden wollen. Ohne euch alle wäre diese Expedition niemals möglich gewesen und da sind wir extrem dankbar für. Also vielen lieben Dank von Sebi und von mir, dass ihr uns das ermöglicht habt. Fade to Black, P8.